Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne of Liberty. Ja, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, weil die ganzen NPCs hier irgendwie fehlen im Spiel. Es laufen hier zwar Leute rum, aber es sind keine NPCs da. Hallo, Spiel, was ist mit dir los? Ach, Moment. Nein, ich bin wirklich verwirrt, aber... Nee, es hat mit meinem Hut gar nichts zu tun. Ich kann alles sehen. Ah, mein Begleiter wird geladen. Ah, jetzt kommt auch der Rest rein. Sehr schön. Also, ich weiß nicht warum, aber das Spiel ist irgendwie der Hammer dabei, um sich selber stundenlang erstmal hochzuladen. Mitglieder einer Gilde, interessiert mich nicht. Wir hatten eine Aufgabe, die wir machen müssen. Frage nach Wolfsjagdwettbewerb bei Fürsten. Resistenz in Kasselten. Inhaltsdetails. Ist das das hier? Ach so. Ah, okay. Fürstenresistenten. Okay. Ich muss mir hier erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Gut, das ist dann, Fürstenresistenz ist dann hier oben. Kann man das irgendwie, na, es ist beides als Favoriten drin, ne? Wir müssen jetzt da in die Richtung, wie ich gucke, dann links rum und dann da hoch. So, Richtung, wie ich gucke. Dann hier durch. Ich kann aber eigentlich auch hier durch, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer. Wieso kann ich... Ach so, um den anzusprechen, oder? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich hier F drücken? Springe ich dann auf den drauf, oder was? Okay, das sollte hier das sein. Willkommen zur Werwolfjagd. Mit wem muss ich reden? Mit dem hier. Ah, so many things to do. Making arrangements for the contest, checking up on the farm... Ich kann mich irgendwie immer noch nicht dran gewöhnen, dass die Englisch sprechen. Weil normalerweise, gerade bei so großen Publishern, ist es ja so, dass dann halt auch die Sprache in der Regel übersetzt wird. Wie ich höre, gibt es einen Wolfsjagdwettbewerb. I know that you've come a long way, but our situation is pretty bad. We might even have to shut down the contest at this rate. We must lure the wolves to proceed with the contest, but the bait we've been using just isn't working. Der Köder. Jetzt sag mir bitte nicht, ich soll jetzt hier den Köder machen. Lord Hobbs cherishes this contest. He hasn't missed a single one. You have no idea how much trouble I'll be in if this year's event falls flat. Wait. If you're here for the contest, can you please help me? I need some ingredients to make a new kind of bait. A wolf hunter keepsake? But that's... no, never mind. First you need to help me procure the ingredients needed for the bait. Okay? Das ist mir auf jeden Fall lieber, als selber der Köder zu sein. Please defeat the crackle in the wrecks on Windhill shores. They're tricky to find, but the wolves love eating them. The stench of crackle meat is irresistible bait for beasts like them. Moment, Knacks, sind das diese Schlammkrabben da gewesen? Also, investigate any chests that are left in the wrecks. They often contain fishing bait, which is quite effective as well. Okay. Please remember, crackle are difficult prey to hunt, so you should equip at least uncommon level armor. Why don't you pay a visit to armor crafter Rachel? I've already dropped a word with her. Das ist schön, aber kriege ich die dann auch umsonst oder? Dave, the Lord's aide, was concerned that the bait he was using for the wolf hunting contest wasn't effective enough. He decided to solve this problem by developing a new kind. To get a keepsake for Soiri, you must first gather the ingredients for this new bait from Windhill Shores. Lieber Vater, wie ist es dir ergangen? Ich bin es, dein Sohn Henry. Heute fühlte ich mich sehr gut und voller Energie. Von Krankheit fehlt jede Spur. Ich aß ein deftiges Mahl und unternahm mit meinen Kindermädchen Melanie einen Spaziergang. Ich opfere Blut und Schweiß, um meine Fähigkeiten im Schwertkampf zu verbessern. Ich werde immer stärker und stärker und ich hoffe fest darauf, dass man mich eines Tages als den stärksten Ritter in ganz Solisium feiern wird.
Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Ich hab dich lieb, Vater. Ich vermisse unsere Gespräche. Dein Henry. Okay. Da hinten auch noch was? Ah. Mein Schnuppernäschen wieder. Ha. Henrys Brief. Ich übe und lerne noch immer jeden Tag, den ich hier bin. Es ist, wie du sagst, Vater. Im Rheinlichtturm gibt es Bücher, soweit das Auge reicht. Die Zauberlehrlinge sind freundlich zu mir und erklären mir alles, was ich nicht verstehe. Angeblich gibt es in Venelux sogar noch mehr Bücher als hier. Ein Lehrling erzählte mir Geschichten von seinen Reisen durch Solisium. Es gibt wohl eine Wüste, in der Dämonen ihr Unwesen treiben, und einen Wald, in dem einst Elfen lebten. Wusstest du das, Vater? Diese Welt muss riesig sein. Noch viel größer, als ich gedacht habe. Auch wenn Castleton immer meine Heimat sein wird, möchte ich mich auf Abenteuer begeben und alle möglichen neuen Erfahrungen sammeln. Vielleicht werde ich dann stärker und entwickle mich so zu einem großartigen Fürsten wie du. Jetzt ist es ganz weggesprungen. Moment. Erinnerst du dich daran, wie ich in jungen Jahren manchmal Fieberträume von der göttlichen Bestie Hamel hatte? Dann hast du immer gesagt, Hamel erscheint nur denen, die später mal Fürsten werden. Vielleicht wächst du sogar zu einem legendären Helden heran. Damals hast du vermutlich nur Spaß gemacht, aber deine Worte haben mich wirklich ermutigt. Ja, mehr sehe ich jetzt gerade hier unten nicht. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Moment. Nein, halt, stopp. Ach, mit N. Mit N kann ich hier draufklicken. Ah, zufällig aufs Falsche gedrückt und schon was gefunden. Das ist immer gut. Okay, also wir müssen einmal hier hin. Da müssen wir aber nur... Oh, was ist das denn? Schiffswrackzangen. Das gehört jetzt auch zu der Quest, oder? Da können wir dann noch weiter hin. Das ist dann wieder ein neues Gebiet. Oh, sag bloß, das ist... Ist das das, wo man den Skill kriegen kann, oh, diesen Skin kriegen kann? Das wäre cool. Das ist, also genau, mit dem Rüstungshersteller sollten wir noch sprechen und Verwalter des Speichers. Da würde ich eigentlich jetzt gerade sagen, kann man hier jetzt so nicht raus? So. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, Lagerverwalter. 20 Favoriten kann man dranhängen. Naja, gut, okay, dann können wir den auch dran lassen. Aber dann gehen wir erstmal, da unten ist der Lagerverwalter. Hey, wo ist denn das vierte jetzt hin? Das war doch auch da. Ach, da hinten, okay. Es waren zwei, die relativ gleich waren. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ach, den weißen hätte ich gerne. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man die wohl... Ja, alle weiß ich nicht, aber... Sehr viele wohl freischalten noch im Laufe des Spiels. So. Was haben wir denn hier? Stadtausrufe? Was ist das denn? Okay. Wie kommen wir denn da hin? Kochofen? Waffenhersteller. Marianne. Er ist wie meine Mutter. Wo sind wir denn hier? Rachel, Rüstungshersteller. Mit dir muss ich sprechen. Hallo, Dave hat mich zu dir geschickt. Ah, you must be the adventurer that our aide mentioned. So, you're off to hunt Crackle. That means you're in need of some tough armor. Usually, you need to bring materials to crafters like us to make armor. Since you came through Dave's introduction, I will provide the materials just this one time. Yes. Try crafting the armor you need. The Lord's aide Dave introduced you to an armorsmith at Castleton named Rachel. Rachel gave you some materials and told you to craft some armor. Ja, wie soll ich das jetzt machen? If you want armor that's perfect for you, you have to craft. Wähle eine Kategorie aus, um die gesuchte Ausrüstung zu finden. Fangen wir erstmal im Brustbereich an. Oder auch nicht, weil die mal wieder...
Ah, du kannst die erforderlichen Materialien für die ausgewählten Rüstungen und die vorhandenen Mengen überprüfen. Wähle die Ausrüstung, herstellen, bla bla bla. So, verzierte Kampf. Achso, hier. Nahkampf 52. Fernkampf. Dann wäre das hier auf jeden Fall besser. Magika-Regeneration 11. Maximale Gesundheit. Die Regeneration wäre natürlich gut. Weil, ja, Regeneration ist halt immer gut. Die Frage ist nur, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir was mit mehr Gesundheit noch hätten. Also eigentlich ist es immer gut, etwas schnell wegbraten zu können, ne? Die Frage ist jetzt nur, kann ich mir irgendwas davon nehmen, egal was es ist? Fernkampfverteidigung 60 haben die sogar. Nahkampfverteidigung 80. Der sieht cool aus. Frage ist nur, könnte ich herstellen, theoretisch. Hm. Der hat halt nicht das mit dem Leben dabei, ne? 80, 60. Sehe ich denn irgendwo? Ich kann nicht sehen, was das für eine ist, ne? Also bei mir steht Leder drin. Das heißt, es wird wohl eine mittlere Rüstung sein. Hier steht jetzt irgendwie. Ah nee, das ist Eisen. Das ist dann eine schwere Rüstung, ne? Eisen. Die sind jetzt blau. Die kann ich. Die darf ich nicht machen quasi. Das wäre Stoff. Der hätte dann allerdings auch noch Mana und so weiter dabei. Allerdings keine Verteidigung. Das ist halt natürlich. Ha. 50-40. Ja, hier hört halt schon das Leichte auf. Also ich würde schon gerne einen guten Brustpanzer haben, sage ich jetzt mal. Nahkampfverteidigung. Ja, ich weiß halt nicht, kommen die auf mich zu viel oder nicht. Ich bin da jetzt echt so ein bisschen zwiegespalten, weil hier steht halt auch noch maximale Gesundheit mehr mit dran. Wäre natürlich auch super. Wenn wir das dann kombinieren könnten mit einer Hose, die vielleicht leichter ist. Wobei optisch sieht das hier natürlich besser aus, aber ja, was soll ich sagen, ne? Maximale Gesundheit. Die kostet 440. Ah, nee, das ist Verkaufspreis. Ah, nee, das ist meine. Ich gucke auf der falschen Seite. Damit hätte ich dann das Ganze ausgegeben, oder was? Nahkampfverteidigung. Ich gehe ja eher auf den Fernkampf, sagen wir es mal so. Also insofern wäre das vielleicht ganz gut mit der maximalen Gesundheit halt. Und dass ich dann den Rest auf Mana mache. Also dass ich ein schweres Teil quasi nehme und den Rest wenn ich das überhaupt noch holen kann, heißt das. Also weiß ich ja nicht. Ich stelle das mal her. War ein großer Erfolg. Ja, super. Ach so. Mir wird das Geld jetzt aber nicht abgezogen. Ich dachte, jetzt bezahlen müsste ich das dann schon. Aber anscheinend nicht. Das ist Eisen. Dann gucken wir mal hier bei dem Rest. Da kommt jetzt maximale Gesundheit dazu. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Habe ich vorher keine Hose angehabt oder wieso vergleicht er das jetzt gerade nicht? Wieso vergleicht er die Werte der Hose nicht? Hä? Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja gut, wenn wir jetzt hier natürlich auch nochmal Gesundheit dazu hätten, das wäre natürlich nicht schlecht.
32 ist schon Leder, ne? Achso, So, ich durfte jetzt von ihr aus nur zwei Sachen herstellen. Ist das richtig? Ist schade, weil ich hätte gerne noch Schuhe und so weiter gemacht. Okay, Schuhe gibt es nur in Blau. Ah, die Sachen würde es noch geben, aber die haben wir jetzt nicht dabei. Und die brauchen halt alle das hier. Was auch immer das ist oder wo wir das herkriegen. Ich habe keine Ahnung. Da würde nur das fehlen. Naja gut, gehen wir mal hier raus. Ich bin da noch nicht so ganz, ne? 30, 30, 36. Moment, C ist nicht mein Char. Wie war denn das nochmal? Ich habe es mir doch extra aufgeschrieben hier. Es ist P. P ist der Charakter. Oh mein Gott. Ich habe jetzt so ziemlich jede Taste, die ich hier drücken konnte, gedrückt, damit ich jetzt endlich mal herausfinde, wie ich hier reingekommen bin. Okay, gut. Wir haben das Oberteil, was jetzt gar nicht so schlimm aussah. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Und haben jetzt das, was jetzt scheiße aussieht, weil es einfach schwer ist. Aber na gut. Ich sag mal, das müssen wir jetzt drin lassen, zumindest fürs Erste. Dann die Hose. Ich hatte tatsächlich keine Hose an. Warum war die da nicht nackt darunter? Warum hatte ich keine Hose an? Ich hatte doch die hier. Hä? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. So, den Hut hatte ich angezogen. Das ist soweit klar. Die Sachen hatte ich angezogen. Okay. Dann kann ich mit P wieder rausgehen. Gut, dann öffne M, nutze die Windhügelküste, Wegpunkt um die Schiffwracks zu betreten. Fischköder. Untersuche die Truhe. Das ist auch da. Ausrüstungsverbesserung. Sprich mit Melky. Ja, aber das sprich mit Rüstungs-Rachel. Muss ich nochmal mit dir sprechen? Das habe ich angefertigt. Oh, not a bad job at all. Now, upgrade the armor. You know how, right? Just like weapons, armor can be upgraded too. Ja. The more you upgrade your armor, the more damage it can withstand. Here, I will give you some materials. Try upgrading that armor you just crafted. That's all I can teach you for now. Keep crafting and upgrading your armor. You're off to fight Crackle today, but you will surely face more fearsome opponents next time. You successfully crafted armor using Rachel's materials. You will bring more materials you find on the road to a crafter to make other types of armor. Öffne das Punkt Ausrüstungsfenster. Punkt. Aha, okay, Ausrüstungsverzauberung. Jetzt weiß ich, wie ich es öffnen kann, aber dann, um eine ungewöhnliche oder höhere Rüstung um eine Stufe zu verbessern. Und wie machen wir das? Stufenaufstieg. Ist das hier der Stufenaufstieg? Oder muss ich das hier mit? Oder? Die ausgewählte Ausrüstung ist handelbar. Nach Ausrüstungsverbesserung ist der Gegenstand nicht länger handelbar. Achso, dann wird er gebunden. Ja, ist ja scheißegal. Annehmen. Es strömt intensives Wachstumslicht. Bildschirm klicken und halten. Every piece has its own unique traits. So choose wisely. Okay. Mache ich das jetzt? Sie hat ja gesagt, ich soll es zweimal machen. Mache ich das jetzt nur bei einer? Rachel told you to develop your armor to withstand high impact attacks. You'll have to learn to craft better armor pieces and improve them to prepare for tougher fights ahead. Also, so komme ich zurück. So, ich habe jetzt noch mal welche. Die Frage ist, will ich das jetzt auch verbessern? Ich habe keine Ahnung. Soll ich das noch verbessern? Ich gehe erstmal kurz raus. Sprich mit
Oh ja, jetzt können wir gar nicht mehr mit dir sprechen. Nee, jetzt ist sie nur noch am Verkaufen. Okay, gut. Mit Punkt kommt man da rein. Da muss man aber auch erstmal Ausrüstungsverzauberin. Die Frage ist, kann man das von überall her machen? Ich denke schon, oder? Ausrüstung aufwerten, schreibe ich mal. Ich habe nämlich eben, als ich das Fenster für den Charakter nochmal gesucht hatte, gemerkt, dass ich sehr viele Tasten habe und nichts davon irgendwie behalten hatte. Weil es halt sehr viele sind, ne? Das ist alles ziemlich viel am Anfang. So, öffne KTM Windhügelküste. Genau, ich muss dann einmal noch dahin. Das Problem ist, das kostet natürlich alles wieder. Und wir haben ja nicht so viel Geld. Ich suche gerade hier. Grundkosten 1300. Wo habe ich denn jetzt 8000 her? Upgrade your weapons and armor. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da immer noch ein bisschen... ja, ich bin da wohl sehr sparsam mit, was das betrifft. Nachdem du mit F an Feuer gemacht hast, kannst du kochen. Du kannst Speisen mit verschiedenen Effekten zubereiten. Ja, wovon reden wir jetzt gerade? Ach so, Ofen. Okay. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Also ich werde mich jetzt mal dahin aufmachen hier zur Küste und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind am Zielort und irgendwo hier links müssen wir jetzt als erstes hin. Das ist vermutlich das, wo wir die Viecher hier killen sollen, oder? Oder? Nee, das ist das Schiffswrack. Okay. Die anderen dürfen wir nicht mehr machen? Müssen wir nur eins machen? Na gut. Dann rennen wir mal hier zum nächsten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder ein Schiffswrack, also eine Kiste ist. Das ist irgendwie so... Ah ja, doch, eine Kiste. Oh. Unfortunate accidents often happen off the coast of Castleton, when fishing boats are sunk by the perilous reefs. Chunks of the bait that anglers use are sometimes found in the chests that wash ashore from the wreckage. Their pungent smell is highly effective at luring in wolves. Ja, das haben wir dann soweit. Die Frage ist jetzt, müssen wir da irgendwie hoch? Alter, beweg dich bloß nicht. Komme ich denn da hoch? Ach so, Moment. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Was ist das hier? Wrack? Wie Friedenszone? Was für eine Friedenszone? Hä, wieso kann ich da kein F drücken? Oder kann ich das nur, wenn ich da wieder hoch will? Oh. Oh. Wie war das mit dem Tab? Da. Drücke mal die falschen Tasten. Ich glaube, ich muss echt mal mit Controller spielen oder so. Oh, das ist so eine ungewohnt, sorry, wenn ich das so sage, blöde Steuerung. Das ist so dieses Veralterte halt, kombiniert mit dem Aktuellen, was man so nutzt in den MMOs. Und es ist irgendwie... Ah. Vor allen Dingen, ich gucke dann immer unten auf diese Leiste. Ich glaube, das ist wirklich mein Problem. Bin dann hier unten mit den Fingern. Ich denke, ich drücke dann auf E, aber ich drücke dann auf 2. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist schwer für mich, das wirklich hinzukriegen. Bin ich ganz ehrlich, wegen der Steuerung. Die Reise an diesen Ort nicht möglich. Ach so, muss ich von der Seite. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht mehr raus.
Crustaceans called crackles are often found in the wrecks near Windhill shores. Crackles are as ferocious as they look and have a pungent smell. It's said that a hunter once won the wolf hunting contest by secretly using crackle meat as bait. So, wir sind jetzt mit B wieder zurückgereist. In eine wunderschöne Gegend, wo man keine Strukturen hat. Ja, das Spiel wird immer besser. Warum hakt das denn jetzt hier so, wenn ich hier sprinten will? Leute, was ist denn hier los? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kenne ich jetzt bisher noch von keinem MMO. Beziehungsweise MMORPG. Hier war das, ne? Komm, sprinte. Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Vielleicht hier bei... Nee, nicht Lost Ark, sondern bei New World, dass es da mal gehakt hat. Aber so extrem, glaube ich, hat es da auch nicht gehakt, wenn ich mich richtig erinnere. So, wo ist der? Hier. Are you back already? Hier sind die Zutaten, die ich gesammelt habe. That was fast. Thanks to you, the contest will go on. Nochmal zu diesen Marken für die Wolfsjagd. Why don't you ask Chris, the head of the association? He's also the Lord's younger brother. He must be preparing for the contest at the western campsite on the Black Howl Plains. Genau in dem Gebiet, wo ich gerne hin möchte. Use those ingredients to make some bait, then bring it to Chris. Since you did all the work, you should be the one to deliver it to him. That way he can thank you in person. Das sagst du doch nur, weil du keinen Bock hast, die herzustellen und dahin zu bringen. Take the exit on the second floor of the Lord's residence and head up to the Castleton Abbey. You'll find an aged herb extract jar. Steeping the ingredients in those jars makes the bait extra fragrant and effective. Den Ausgang auf dem zweiten Stock, ein Gefäß Chris mit... Chris is probably worried that the contest might not take place. On your way there, please send my letter to him via parrot mail to let him know the bait is on the way. Also, hier schon, oder wie? Oh, and just so you know, there's a waypoint in the Black Howl Plains too. It will make traveling there much easier. Ah, okay. When you return, aber das haben wir ja schon gesehen, meine ich. The Lord's aide was greatly relieved that he could proceed with the contest as intended. He asked you to deliver the new bait to the Lord's brother, Chris, in Black Howl Plains. He also is the head of the Wolf Hunters Association, so you'll need to talk to him to acquire a keepsake. Ist das jetzt das von Stellt den alten Köder hierher? Moment. Gefäß mit Kreuz... Ach so, da muss ich da rausgehen. Ich dachte, das wäre hier... Auf dem Anwesen selber. Ah, okay. Das hier sind schon die Nachteulebenen, oder wie? Weil der es gerade angezeigt hat. Ich habe das jetzt so verstanden, dass dieses Kräuter-Elixier oder was auch immer, dass das noch bei uns in dieser Resistenz da drin ist. So. Der Effekt ist ja irgendwie ganz lustig, dass dann hier der Bildschirm quasi nass ist. So, die Frage ist jetzt... Alter! Ist das dein Ernst? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Hä, wieso muss man sich da hochziehen und dann geht man kaputt? Da ist das Gefäß. Wieso soll ich mich dann da hochziehen? Aktiviere den Wegpunkt. Der ist... Nicht hier, sondern da. Brauche ich unheimlich lange, bis ich wieder hochgelevelt habe hier. Also von der Gesundheit her. Das ist ja heftig.
Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier nicht auf irgendetwas treffe. Wie war das nochmal? Geht das so schneller hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war jetzt nicht zur Heilung, oder? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt welcher Zauber war. Rasche Heilung. Das war mit der 5. Achso, hat eine Abklingzeit, ne? Ah, ist das nervig. Gewissender Wolf, brutaler Wolf. Ich will doch nur hier den Wegschrein aktivieren. Mehr will ich doch gar nicht. This vast plain was once a cherished village landmark before the packs of giant wolves appeared. Now, even seasoned hunters avoid it. Those who trespass into the realm of savage beasts must prepare to face death. Übrigens, diese riesigen Fähnchen, sage ich jetzt mal, die in diesen ja, Blasen drin sind, wie auch immer, was wir gerade gesehen haben, das hat irgendwas mit PvP zu tun. Da es mich ja sowieso nicht interessiert, habe ich da jetzt nicht genauer reingeguckt, aber da bin ich eben dran vorbeigelaufen. Sprich mit Chris, dem Anführer der Wolfsjägerzunft. Ja, würde ich grundsätzlich machen, aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge jetzt nicht hier total überhand nimmt. Wir stehen jetzt hier mitten in feines Gebiet sozusagen, mitten unter den Wölfen. Und ja, ich würde sagen, dass wir dann hier einen kleinen Cut machen, dass wir dann danach mit Chris reden und dass wir das dann so ein bisschen schön thematisiert, sage ich jetzt mal, geschnitten haben, weil ich denke, dass das unter Umständen ein bisschen länger dauern könnte mit der Jagd. Ich bin mir nicht so sicher. Und dann müssen wir ja auch noch zur Kleinen zurück. Ich weiß nicht, ob das dann hier mit abgeschlossen ist mit ihrem Auftrag oder was anderes. Schauen wir dann mal. Meine Liste habe ich auf jeden Fall heute gemacht. Habe endlich mal aufgeschrieben, was man womit drücken muss. Ich finde es sehr unübersichtlich. Zum Beispiel, also das Teleporten mit B, okay, ist noch die eine Sache. Aber P für Charakter, das hat man ja normalerweise in jedem Spiel unter C. Zum Beispiel, ja, das sind dann so Sachen, da muss man dann erstmal drauf kommen. Oder Punkt zu drücken, um eine Aufrüstung aufzuwerten. Gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr genauso verwirrt seid, wenn ihr das Spiel spielt von diesen ganzen Kürzel, sage ich mal, die man drücken muss, wie ich. Oder ob ihr das Ganze vielleicht sogar mit dem Controller spielt. Kann ja auch sein, dass das einfacher zu handhaben ist. Ich würde es gerne mal austesten, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mache ich das mal mit meinem privaten Spielstand. Aber ja, ich denke mal, so werde ich das erstmal beibehalten, so wie wir das bisher haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!